Hallo Leute und herzlich willkommen im heutigen Video. Heute sind wir bei Teil 2 zum Thema Fliegenfischen. Und zwar machen wir heute unsere praktische Ausbildung, kann man so sagen. Flora und Jana haben sogar schon mal ein bisschen probiert, am Wasser damit zu werfen. Ich das allererste Mal heute. Also ich habe nur meine Trockenübung da am Ufer gemacht. Und ja, wir sind hier an einem ziemlich coolen Gewässer, ne? Ich hoffe, dass hier was geht, oder? Du hast gesagt, hier ist Potenzial auf jeden Fall. Ja, ne? wir haben hier sehr, sehr gutes Potenzial. Gerade wenn wir zum späten Nachmittag kommen, wir haben es jetzt heute das erste Mal seit Wochen weit über 20 Grad, kann sein, dass mit der Trockenfliege sehr, sehr lustig werden kann. Jetzt haben wir noch ein bisschen viel Wind, aber wenn er weg ist, wird es leichter für euch und die Fische werden sich auch gnädig zeigen, hoffentlich. Perfekt, das ist gut. Ich hab so Bock, aber ich habe meinen Auftrag für heute schon erfüllt, Leute. Ich habe nämlich schon einen Spinner gefunden. Ja, Jana fängt ja immer, Jana findet ja immer irgendwelche Köder. Ja. Aber gefangen hast du auch schon ein paar. Ja, stimmt. Aber eben, wir gehen gerade ins Wasser, ich gucke so, ey, das ist ein Spinner. Juhu, Auftrag erfüllt, wir können wieder nach Hause fahren. Endschneider. Ja. Aber wir haben richtig Lust heute, wir sind gespannt. Und genau, mit Warthose übrigens, hat man den Glück, kann man sehen, oder Flora? Filmst du das mit Warthose? Ja. Stehen mit Warthose im Wasser. Stehen ja schon knietief im Wasser. Vielleicht. Genau, und ja, wünscht euch viel Spaß. Mal sehen, was so geht. Yes. Ach so, Leute, bevor es jetzt wirklich losgeht. Ja, genau, wir müssen noch mal erklären, mit was wir hier fischen. Ne? Also, ich bin Fliegenhute. Das weiß ich schon, das habe ich schon gelernt. Köder. Ich angel jetzt erstmal hier mit einer Nymphe. Das heißt, ich habe einen Köder, der nicht auf der Oberfläche treibt, sondern der untergeht. Was wohl jetzt ganz gut sein soll, weil die Fische jetzt gerade wohl noch am Grund stehen und weiter unten fressen. Und außerdem wollen wir halt uns ein bisschen breiter aufstellen mit den Ködern, um zu gucken, was jetzt am besten fängt. Ne? Und ja, Jana, was machst du? Ich fische mit einer Fliege. Also die treibt auf, ne? Du hast sinkend, genau. Ich auftreibend oder trocken. Schwebend. Trockenfliege. Trockenfliege. Genau. Und mit der Rute habe ich gestern schon so ein bisschen geübt. Ich bin also schon so ein bisschen eingespielt. Und ja. Und ich kann verraten, da vorne haben die Spinnfischer die erste Forelle gefangen. Ja? Ja, dann müssen wir jetzt schnell anfangen, ja, damit die uns nicht die Fische wegfangen. Nur, er muss jetzt noch mal ein bisschen eingewiesen werden. Wir hatten ja Gott sei Dank gestern das Glück, konnten schon mal ein bisschen üben. Ne? Ich habe sogar schon einen Fisch gefangen. Genau. Ja, stimmt. Genau, können wir vielleicht mal hier einblenden. Flora hat schon einen kleinen Fisch gefangen gestern, als wir so ein paar Probewürfe gemacht haben. Richtig geil, er sagt, ich habe Fisch, ich habe Fisch. So. Dann bin ich schnell hingelaufen so und dann, ich glaube, ein kleiner Rapfen war es, weil er gejagt hat. Ne? Einfach nur geil. Das ist jetzt die einfachste Methode. Das Flora hat schon direkt einen Erfolg gehabt. Das ist ja typisch Flora wieder, ne? So, lernt kurz was so, ich versuch mal so und dann zack, direkt ein Fisch. Aber es war so geil, ich hatte auch so viele Döbelbisse, also mir sind die ganzen Döbel draufgegangen. Aber ich konnte leider keinen Haken. Okay. Aber es war so ein geiles Gefühl, wenn du weiter willst, so einfach mal wieder von ganz von Anfang was Neues zu lernen. So. Flora hat schon gesagt, es ist so wie Angeln neu lernen. Komplett. Weil es was ganz anderes ist als Spinnfischen oder Ansitzangeln oder so. Ich hab so locker. Wieder richtig, richtig, richtig neues Erlebnis. Und das macht super. Super Spaß. Da machst du notfalls immer nur den. So, jetzt kommen die ersten Würfe von Jana hier zum Warmen. Im Fluss stehen. Julian geht erstmal am besten zur Seite. Ja. Der Ante, das ist für dich hier wie ein kleiner Kindergarten. Ne? So, auf die Kinder aufpassen. Und der Haltungsfaktor hat es. Ja. Aber jetzt bin ich drin. Jana, du brauchst auch nicht weiter ins Tiefe gehen. Das ist egal. Such dir einen Platz, wo du dich, sag mal, wohlfühlst. So. Das ist jetzt keine schöne Art, vielleicht zu fliegen zu fischen, aber es funktioniert. Und das gerade. Ja, es kommt. Aber es gerade für den Anfang natürlich jetzt auch, um einfach mal ein Gefühl dafür zu kriegen, mitzubekommen, wenn jetzt die ersten Fische sich auch dafür interessieren. Ja. Mit der Zeit würde man jetzt eher anfangen rumzuspielen, das, was wir gestern im Trockenen geübt haben. Wie kriege ich das im Wasser umgesetzt? Haben ja Flore und Jana gestern schon an der Leine hier und da gut hinbekommen. Weil das ist natürlich. Es ist so schon gestern viel gewesen. Jetzt hast du auf einmal so eine blöde Schnur, die auf dich zukommt, ne? Ja. Da! Oh. Das war übrigens auch deine Fliege, ne? Hat sie attackiert? Oh Mann, ey. Hast du gesehen? Oh Mann, ja, ich hab's ganz gut. Weil mein Start ist perfekt. Also, da ist ein Fisch gestiegen und Flora versucht ihn anzuwerfen und ist auf jeden Fall gerade draufgegangen. Also, Flora, der alte Zanderangler, hat seinen Wurf gerade wieder gebissen. Ja, ich hau zu doll an. Im Ernst, ja. Aber Flora haut zu doll an. Also er ist noch nicht so forellenmäßig am Start. Er macht die Zander-Routen-Anhau-Systeme. Die alte Vertikalangel. Julian, ist nämlich gerade wieder da. Wo warst du eigentlich? Ja, ich habe da hinten die ganze Zeit mit Nymphenwürfe gemacht. Ja, einfach so die Physik kennenlernen, ne? Mhm. Bisschen geworfen, geworfen, geworfen. Mhm. Bisschen geübt, genau. Werfen, werfen, werfen. Oh yes.
Man muss lernen, wie bewegt sich die Schnur und so. Ja, total. Aber es geht gut. Nein, ich habe mein Trinken im Auto vergessen. Oh nein. Das sind einfach 30 Grad. Egal. Und Julian, vergiss dein Getränk. Im Auto. Ach, ja. Naja, ich habe jetzt Zitronenwaffeln. Boah, die dursten richtig aus. Die sind so gut. Ja. Flora hatte gerade seit ersten Fisch drehen. Oh Mann, ey! Oh, geil! Wir wollten gerade den Spot wechseln, ey. Da Flora, ich hab Fisch, Oh, und ich hab hier gerade. Oh. Mensch! Auf weiter, das glaub ich, ey. Oh ja, das war ja ein goldener Wurf. Ah, ja! Ja! Yes! Nein! Nein! Oh Mann, ja, das tat weh. Oh, ey, wie ärgerlich. Das war der perfekte Wurf. Julian muss erstmal eine Pause machen. Schmeckt? Was hast du denn da eigentlich? Ein Brötchen. Achso, ich dachte, du isst Kuchen. Ja, Jahrmarktkuchen. Jahrmarktkuchen, was ist denn da drin? Alles. Zucker und Zuckerwatte. Mhm. Jahrmarktkuchen ist so Kuchen, wo die ganzen Reste verarbeitet werden. So. Das ist Mohn, Bienenstich, Quark und noch irgendwas. Okay, na gut. So, nachdem ich leider die Forelle gerade verkackt habe, ist Flore jetzt dran. Flore fischt jetzt mit der Nymphe, hat ja die Trockenfliege. Ja. Mal gucken, ob sie da drauf geht. Nein! Oh Mann! Also Flora hat auch gerade einen. War viel länger dran als beim letzten Mal. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, Julian ist jetzt auch im Wasser. Hat Antje jetzt abgelöst? Ja. Und dann, da ist nämlich gerade wieder ein richtig großer Fisch gestiegen eben. Oh Mann, ey, und nachdem Flora den eben noch verkackt hat, ich schon einen verkackt habe, Flora vorhin auch schon einen verkackt hat, wird es aber Zeit, dass wir den Fisch reinkriegen. Aber ich muss sagen, das macht super Spaß. Nicht mehr? Freiwurf. Hatte Fisch, Fisch, Fisch! Nein! Nein! Der war richtig lange dran, nein. Ey. Ich bin am Ziehen, am Ziehen, am Ziehen. Der Fisch kam immer näher und dann weg. Aber war richtig lange dran. Oh Mann, das wär's jetzt gewesen. Ja, Leute, so sieht das aus, wenn Anfänger ein. Fischkontakt ist auf jeden Fall da, wird hergestellt, das ist schon mal gut. Für den zweiten Tag Fliege ist das doch schon mal nice. Jetzt müssen wir nur noch einen rauskriegen, Jungs. Ante sagt, Julian fängt dann. Okay. Fängt nicht von Julian. Also wenn Julian da jetzt keinen Fisch fängt, dann ist er einfach nur schlecht. Ja, die Fische fressen was ganz, ganz anderes. Wir wollen ja fair bleiben, aber... Ja, genau. Flora mit der Nymphe hinten dran kann auch noch abhauen. Ja. Mann, ey! Flora! Ja, also, ich gerade schwarz, ey. Ist schon wieder, ey. Das war jetzt dein dritter Aussteiger, oder? Ja. Es ist wirklich nicht leicht, mit der Route umzugehen und dann die Schnur einzuholen. Ja, und so. Du hast halt keine Rolle so, mit der du... Ja, normalerweise habe ich ganz schnell Spannung aufgebaut, ne? Und dann muss ich hier... Ja. Ja. Aber geil, Flo, geil. Du hast jetzt die Nymphe tiefer geführt, oder? Hast ja, du umgebaut? Ich habe sie tiefer eingestellt und ja. Ja, und sofort. Du steht sogar weiter vorne und ich habe hinter ihm gefischt. Genau. Und ja, schöner Einsteiger. Oh Gott, ey. Und ich will jetzt mal einen Fisch rausholen. Ja. Aber und eigentlich müsst ihr mich nochmal wieder angeln lassen. Ja, kannst du. Kannst du mal mit den Nymphen versuchen, Jana? Ich glaube, hast du heute noch gar nicht gemacht. Nee, oder? Noch gar nicht. Vielleicht wäre das mal ein Plan, ja? Aber ich will vor Julian gehen. Leider nicht so sinnvoll. Okay, gut. Gut, dann bleibe ich hinter Julian. Alles klar. Ja, da hinten, da hinten, da hinten! Machst du gut so. Einfach die Rute in die Spitze hochheben. Einfach nur die Rute hochheben. Einfach nur die Route hochheben. Der Kescher kommt. Den kriegen wir jetzt raus, Leute. Das ist er. Das ist er. Ganz gut.
Das ist er jetzt. Du dirigierst den Fisch. Leute, ich hab Fisch drauf. Ganz vorsichtig. Das ist eine Esche. Das ist eine Esche, oder? Ich sehe es nicht. Kann aber sein, die bleibt stur. Das ist eine Esche. Alter! Das ist eine Esche. Oh mein Gott, wenn ich diese Esche jetzt verliere, bin ich erschreckt. Ja, ja. Langsam heben, bitte. Langsam heben, langsam heben. Und hat gesagt, sie wollte noch meine Esche fangen. Sie hat noch nie eine Esche gefangen. Mein erster Fisch auf Fliege und dann eine Esche, ey. Hammer. So Leute, also die Esche ist hier ganzjährig geschont. Deshalb kriegt die jetzt ihre Freiheit zurück. Wir werden sie jetzt schonend releasen. Da stimmt sie. Ey. Boah, was für ein Erlebnis. Alter. Ich bin so unnormal glücklich gerade. Ich bin so glücklich. Ich habe so gedacht, wir fangen heute gar keinen Fisch mehr. Wir haben alles verkackt so. Flore, vielleicht ist die bei dir auch schon raufgegangen. Das kann sein, ja, dass ich auch schon eine dran hatte. Ne? Und ich habe dann ja jetzt mit Nymphe gefischt. Habe ich heute jetzt auch das erste Mal jetzt. Und dann ein paar Mal geworfen. Zweimal hat es schon gebissen und dann hing sie einmal. Und ich habe so, so wirklich so Angst gehabt, dass ich sie verliere, weil die Jungs heute den ganzen Tag ganze Fische verloren haben. Ich dachte, das darf jetzt nicht wahr sein. Und dann hing sie aber wirklich gut und dann habe ich auch die Spannung zur Rute gekriegt, ja, und ich dachte so, okay, jetzt habe ich es unter Kontrolle. So. Und dann kam Ante mit dem Kescher und ich dachte so, oh Gott, jetzt muss dieser Fisch noch in den Kescher. So. Und dann hat es geklappt und ich bin so glücklich. Ich glaube, das war bis jetzt mein größtes Highlight. So. Weil ich finde Eschen einfach so wunderschön. Wir waren ja neulich bei Jakob und haben uns so die kleinen Eschen angeguckt und der Anglerverband, der kümmert sich ja auch um die Eschen und so, und ich finde, dieser Fisch ist so faszinierend einfach, so mega schön, und ich hätte niemals gedacht, dass ich hier heute überhaupt einen Fisch fange auf Fliege und dann auch noch eine Esche. Das hat alles getoppt, wirklich alles komplett, und ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber ich glaube, ich werde heute Nacht noch von träumen. Ja, also das sind Erlebnisse beim Angeln, die kann man nicht beschreiben. Kann man mit Worten einfach nicht beschreiben. Und für mich ist jetzt fertig. Ich brauche jetzt nicht mehr angeln, ich werde jetzt filmen und die beiden Jungs müssen jetzt noch einen Fisch kriegen. Ja. So, das Wort zum Sonntag. Ja Leute, der Tag Nummer 2 geht jetzt so langsam zu Ende. Ja, was soll ich sagen? Also ich kann heute gut schlafen. Also es war ein unglaublich guter Tag. Also es waren krasse 2 Tage, die wir hatten. Und ja, jetzt hat man mal gesehen, wie lernt man Fliegenfischen, wenn man vorher damit überhaupt gar nichts am Hut hat. Und wir haben es hingekriegt. Ich habe sogar einen Fisch gekriegt. Aber wir alle haben super viel gelernt. Ja, sehr viel. Wir haben jetzt sozusagen so die Anfänger-Skills so drauf und wissen, wie wir so ein bisschen damit umgehen können. Ja. Ich würde sagen, wir bedanken uns ganz herzlich bei Ante, der uns jetzt durch die 2 Tage begleitet hat. Vielen, vielen Dank. Und uns hiermit ans Hausgewässer genommen hat. Ihr habt es gut gemacht, und, muss man mal sagen. Also die 3 haben sich alle tapfer geschlagen. Danke. Und es gab heute mehr Bisse als erwartet. Also ja. Bisse hatten sie alle, glaube ich. Alle, ja. Viel zu viele. Ja. Leider, ja. Aber wir haben viel, wie Diana schon gesagt hat, wir haben sehr viel gelernt. Beim nächsten Mal machen wir ein paar Sachen wahrscheinlich wieder ein bisschen besser. Ne? Ja. Man hat nochmal drüber geschlafen, das Muskelgedächtnis setzt ein. Und ja, wir können das jetzt nur ausbauen. Und genau, wir brauchen jetzt erstmal Fliegenausrüstung und müssen jetzt erstmal wieder Geld ausgeben, um neue Routen zu kaufen. Ja, so ist das. Yay. Also wenn ihr uns unterstützen wollt, kauft unser Merch, High Fishing. Genau. Wir haben heute auch eigentlich alle unsere Klamotten an, aber man sieht sie nicht. Dann gibt es weiterhin coole Videos bei euch. Genau, bis dahin, tschüss.